Ich bin Wissenschaftsjournalistin. Wie Millionen andere Betroffene habe ich immer wieder depressive Episoden. Normalerweise kann ich dies gut verbergen. Vor 3 Jahren aber kann ich plötzlich wochenlang nicht mehr schlafen, nicht stillsitzen, mich nicht mehr konzentrieren. Über allem liegt eine bleischwere Hoffnungslosigkeit. Nichts geht mehr. Heute ist der 9. Tag in der Klinik. Das hilft mir gerade alles überhaupt nicht. Und ich bin gespannt und hoffe, dass der Tag schnell vorbeigeht, weil ich jetzt gerade auch nicht mehr weiß, was ich machen soll. Diagnose: mittelgradige Depression. In der Klinik beginnt ein intensives Behandlungsprogramm. Medikamente und Gespräche mit Ärzten und Therapeuten. Ich bin seit einer Woche wieder zu Hause nach 6,5 Wochen Klinik und bin jetzt wieder auf mich alleine gestellt. Im Moment fühle ich mich besser. Ich habe das Gefühl, ich wache gerade aus einem ziemlich langen Albtraum langsam auf und denke mir so, ich muss hier raus, was mache ich hier eigentlich? Seit 2 Jahren bin ich wieder vollkommen gesund, kann arbeiten und meinen Alltag bewältigen. Bisher sind keine neuen Symptome aufgetaucht. Aber die Angst vor einer weiteren derartigen Episode sitzt tief. Antidepressiva sind laut meinem Arzt noch immer Pflicht. In akuten Phasen mildern die Medikamente die Symptome, wie innere Unruhe, Antriebslosigkeit oder Angst. Danach sollen sie einen Rückfall verhindern. Im Gehirn regeln Botenstoffe unseren Antrieb und unsere Gefühlslage. Zum Beispiel Serotonin. Annahme der Wissenschaftler: bei einer Depression ist der Serotoninspiegel im Spalt zwischen den Nervenzellen zu niedrig. Mit Medikamenten wird deshalb mehr Serotonin zugeführt. Und das soll die Symptome der Depression mildern. Weil diese Medikamente bei mir nur mäßig anschlagen, muss ich mehrere kombinieren. Aber vielleicht lässt sich das ändern. Neue Gentests versprechen eine individualisierte Therapiemöglichkeit. Das passende Medikament und die richtige Dosierung für den einzelnen Patienten. Zurzeit sind 2 Tests erhältlich. Den einen kann ich rezeptfrei in der Apotheke kaufen. Der Preis knapp 400 Euro. Ja, bitte. 1,50 Euro. Ja. Mit dem Test im Gepäck mache ich mich auf den Weg zu Tom Bjor in Berlin. Denn der andere Test kann nur vom Arzt angeordnet und bestellt werden. Kosten 142 Euro. 10 Tage später sind die Testergebnisse da. Tom Bjor ist Mitverfasser der aktuellen nationalen Versorgungsleitlinie bei Depressionen und hat sich mit den Gentests auseinandergesetzt. Das Labor hat 2 Enzyme untersucht, die Medikamente abbauen, insbesondere Antidepressiva. Und dafür hat es die Gene untersucht, die diese Enzyme herstellen. Und es gibt genetisch bedingt, da kommt man somit auf die Welt, manche Menschen, die haben aktivere Enzyme und welche, die haben sehr träge Enzyme. Enzyme, die Medikamente abbauen, werden von Genen kodiert. Manche Menschen haben aktive Enzyme und bauen Medikamente sehr schnell ab. Bei ihnen kann es notwendig sein, die Dosierung zu erhöhen, damit mehr Wirkstoff im Körper verbleibt. Bei dieser Gruppe von Patienten treten Nebenwirkungen sehr selten auf. Andere haben träge Enzyme und können schon bei normaler Dosierung unter Nebenwirkungen leiden. Der Test misst an 2 Stellen des Gens, wie aktiv die Enzyme sind, und gibt eine individuelle Dosierungsempfehlung. Laut Testergebnis sind meine Antidepressiva zu niedrig dosiert.
Enzym 1 zeigt zwar eine normale Aktivität, das zweite arbeitet aber angeblich auf Hochtouren. Eigentlich müsste es jetzt sein, dass Sie Medikamente, die vor allem darüber abgebaut werden, extrem gut vertragen und kaum Nebenwirkungen haben, weil das Medikament kaum geschluckt von ihm, von diesen Enzymen schon wieder abgebaut wird. Das wäre zum Beispiel das Escitalopram, was Sie ja als Antidepressivum, mit dem Sie Erfahrung haben. War das denn sehr nebenwirkungsarm bei Ihnen? Also im Gegenteil, da war alles dabei. Übelkeit, Schwindel, Panikattacken, Herzrasen. Der zweite Test untersucht, wie gut Antidepressiva die Blut-Hirn-Schranke passieren. Da wird ein Enzym untersucht, das dafür sorgt, dass keine Fremdstoffe ins Gehirn kommen. Und einige der Antidepressiva werden von diesem Enzym erkannt als fremd und wieder rausgeschaufelt, zumindest zu einem Teil aus dem Gehirn. Dann können sie ja nicht wirken. Auch dieses Enzym ist bei mir angeblich sehr aktiv. Deshalb müsste die Medikamentendosis erhöht werden. Ich habe aber mit der regulären Dosierung schon genug Nebenwirkungen. Tom Joer sieht die Testergebnisse kritisch. Wie die Gene sind, hat nur eine gewisse Korrelation mit der Aktivität der Enzyme, aber keinen ganz zwingenden Zusammenhang. Das heißt, es ist nur ein Einfluss darauf, wie die Enzyme arbeiten. Also wir können nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass dieses Enzym bei Ihnen zu aktiv ist. Könnte auch sein, dass es völlig normal aktiv ist, weil noch andere Einflussfaktoren da drauf kommen. Ich bin halt einfach nur traurig, dass ich das ganze Geld ausgegeben habe, wenn ich jetzt diese Testergebnisse höre. Aber dann ist es halt so. Ja. Ich verstehe das Bedürfnis sehr gut. Die Depression hat so viele diffuse, subjektive Symptome. Und man wünscht sich so was Fassbares, Benennbares. Und wenn das hier so mit so einer klaren Laboranalyse daherkommt, befriedigt das diese Bedürfnisse. Aber man darf sich nicht vor Scheinsicherheit, von Scheinsicherheit dann beeindrucken lassen. Zurzeit sind über 40 Antidepressiva zugelassen. Zwar gibt es verschiedene Untergruppen, aber alle haben das gleiche Ziel: die Konzentration der Neurotransmitter im Gehirn erhöhen und so die Ursache der Depression beseitigen. Soweit die Theorie. Alles, was man so an Annäherungen messen kann, zeigt, dass wir keinen Serotoninmangel haben. Und dann gibt es weitere Unklarheiten in dieser Theorie. Zum Beispiel, dass die Antidepressiva, wenn man sie einnimmt, schon praktisch nach der ersten Tablette das Serotonin erhöhen. Es dauert aber mehrere Wochen, bis die antidepressive Wirkung kommt. Warum eigentlich? Wir haben sogar eins, das heißt Tianeptin, das reduziert sogar die Serotoninkonzentration und wirkt trotzdem antidepressiv. Auch das können wir nicht wirklich erklären, sodass es vielleicht eher ein Märchen ist, dass die Depression mit einem Serotoninmangel einhergeht. Das Wirkprinzip, auf das eine ganze Palette von Medikamenten baut, widerlegt. Für mich, die ich zwei dieser Medikamente täglich einnehme, ein Schock. Das heißt erstmal nur, dass wir nicht wirklich verstehen, warum Antidepressiva helfen. Das heißt aber nicht zwingend, dass sie deswegen unwirksam sind. Wir haben in der Medizin etliche Medikamente oder Therapieverfahren, von denen wir aus Erfahrung und aus großen klinischen Untersuchungen wissen, dass sie gut helfen. Wir haben aber nie richtig verstanden, warum sie helfen. Die nationale Versorgungsleitlinie empfiehlt Antidepressiva nur bei schweren Depressionen. Trotzdem ist die Verschreibungsrate in den letzten Jahren explodiert. Ich möchte wissen, welche Erfahrungen andere Betroffene gemacht haben, und finde die Berliner Radiojournalistin Sonja Koppitz. 2012 durchlebt sie ihre erste Depression. Das war für mich dann so ein Gefühl von Kontrollverlust einfach. Also gar nicht mal so Traurigkeit, was ja viele, glaube ich, denken, so tiefe Traurigkeit, sondern bei mir war es eher, diese Gedanken nicht kontrollieren zu können, jetzt bei der letzten depressiven Episode, und dann dadurch ja einfach nicht zu funktionieren. Ich war so teilweise so gelähmt, dass wenn meine Frau mich in den Arm genommen hat, ich habe einfach meine Hände so. Ich konnte sie nicht zurückumarmen, weil ich habe das nicht gefühlt. Weil man sehnt sich auch nicht danach, ne? Nee. Weil du bist ja innerlich wie tot eigentlich. Ja. Ja. Man fühlt sich dann eher bedrängt. Und ich glaube, das ist auch schwer für Angehörige, die wollen einem ja helfen. Und meine Frau hat dann auch mal gefragt, was kann ich dann machen? Wodurch würde es dir besser gehen? Und man weiß es nicht. Beim Psychiater bekommt Sonja die Diagnose mittelgradige Depression und ein Antidepressivum, das sie ein halbes Jahr lang nimmt. Mir haben Medikamente auch sehr schnell geholfen, obwohl ich weiß, dass es eigentlich einen Anlauf braucht, also eine Wirklatenz von mindestens 2 bis 4 Wochen. Bei mir ging es aber wirklich schon schnell nach 2 Wochen, dass es mir wieder ein bisschen besser ging, also dass diese Gedankenschleifen aufgehört haben.
und ich wieder so Hoffnung schöpfen konnte. Nach einem halben Jahr geht es Sonja wieder gut. Sie setzt die Medikamente ab und findet wieder ins Leben zurück. 2018 dann der Rückfall. Da habe ich dann gedacht, verdammt, das kann doch nicht sein, dass es jetzt wieder da ist. Ich habe doch aber gesund gelebt, ich mache doch Sport, ich bewege mich an der frischen Luft, ich treffe mich mit Freunden. Und da habe ich dann angefangen zu recherchieren, was überhaupt, also was eine Depression ist, wusste ich vorher schon, aber was es ausmacht, was man noch tun kann, wie es anderen geht. Und daraus hin halt auch so eine, ja, den Wunsch entwickelt, da mehr draus zu machen für andere. Sonja Koppitz recherchiert, dass eine Depression von äußeren Umständen ausgelöst werden kann. Vieles aber auch dafür spricht, dass es bei Betroffenen eine genetische Vorbelastung für die Krankheit geben muss. Wir haben viele Gemeinsamkeiten festgestellt, aber auch Unterschiede. Warum schlagen die Medikamente bei ihr so gut an und bei mir nicht? Warum helfen Antidepressiva, wenn sie überhaupt wirken? Ein amerikanischer Wissenschaftler hat mit seiner Antwort auf diese Frage weltweit für Aufsehen gesorgt. Boston. An Universitäten wie dem MIT und Harvard erforschen internationale Teams von Medizinern die Krankheit Depression. So auch der Psychologe Irving Kirsch. Vor etwas mehr als 10 Jahren wertete er fast 50 klinische Studien zu Antidepressiva aus. In den USA müssen alle Pharmaunternehmen diese bei der amerikanischen Arzneizulassungsbehörde FDA einreichen. Bei allen Studien gab es 2 Gruppen. Eine Patientengruppe bekam das Medikament, die andere ein Placebo. Den meisten Probanden, die das Medikament nahmen, ging es irgendwann besser. Nicht allen, aber vielen. Aber beinahe der gleichen Anzahl Probanden ging es auch durch Placebos besser. Der Unterschied zwischen der Reaktion auf Medikament und Placebo war so klein, dass er klinisch bedeutungslos war. Antidepressiva nicht wirksamer als ein Placebo. Ein Aufschrei ging durch die Fachwelt. Mehrere Wissenschaftler versuchten, Kirschs Ergebnisse zu widerlegen. 2018 wiederholte die FDA seine Studie. Die Zulassungsbehörde FDA hat unsere Ergebnisse abgeglichen, indem sie auf ihre Daten aus dem Zeitraum zwischen 1979 und 2016 zurückgriff. Für alle Antidepressiva, die in diesem Zeitraum zugelassen wurden. Mehr als 70.000 depressive Patienten, über 200 klinische Studien. Und ihr Ergebnis entsprach bis auf die erste Nachkommastelle dem, was wir für Medikament und Placebo erstellt hatten, obwohl wir nur eine Teilmenge der Daten hatten. Ich kann noch nicht ganz akzeptieren, dass ich möglicherweise jahrelang umsonst Medikamente genommen habe. Aber ist das denn so schlimm, wenn die Wirkung auf einem Placebo-Effekt beruht? Hauptsache, man fühlt sich besser, oder? Das Problem sind die Nebenwirkungen von Antidepressiva. Bei den am häufigsten verschriebenen Antidepressiva, den SSRIs, leiden etwa 70% der Patienten an einer sexuellen Funktionsstörung. 30-50% zeigen Entzugssymptome, wenn sie versuchen, die Medikamente abzusetzen, und müssen sie sehr langsam ausschleichen. Irving Kirsch berichtet von einer weiteren Studie aus dem Jahr 2000. 156 schwer depressive Patienten nahmen entweder ein Antidepressivum, trieben Sport oder kombinierten Sport und Medikament. Nach 4 Monaten ging es fast allen Patienten besser. Etwa 10 Monate später erlitten in der Antidepressiva-Gruppe fast 40% erneut eine oder mehr depressive Episoden. In der Sportgruppe waren es nur 8%. Und was passierte bei der Kombination Sport und Medikament? Die Rückfallquote schoss wieder hoch. Der Sport verhindert also nicht die Depression, sondern das Medikament löst sie irgendwie aus. Die meisten Depressionen gehen von selbst vorbei. Aber bis dahin besteht bei manchen Patienten das Risiko eines Suizids. Und es können Monate vergehen, die von einem hohen Leidensdruck geprägt sind. Die Hoffnung von Ärzten und Patienten,
Ein Wirkstoff, der schneller hilft mit weniger Nebenwirkungen. Anfang 2019 wird in den USA ein Nasenspray gegen Depressionen als Arzneimittel zugelassen. Am McLean Hospital treffe ich Robert Meissner, der das Nasenspray bei seinen Patienten einsetzt. Der Wirkstoff? Esketamin, ein Derivat eines jahrzehntealten Narkosemittels. Seine stimmungsaufhellende Wirkung kann bereits 30 Minuten nach der Behandlung eintreten und sich in den folgenden Stunden noch steigern. Für Robert Meissner ist das Nasenspray bei schweren Depressionen eine lang überfällige Alternative zu den bisherigen Standardtherapien. Weltweit kommt es alle 40 Sekunden zu einem Suizid. Die WHO hat schwere Depressionen als Hauptgrund für Erwerbsunfähigkeit identifiziert. Und die meisten Antidepressiva brauchen 2 bis 3 Monate, bis sie ihre maximale Wirkung erreichen. Und plötzlich, zu unserer großen Überraschung, werden Studien zu einem Narkosemittel veröffentlicht, das eine fast unmittelbare antidepressive Wirkung zeigt. Sie können sich kaum vorstellen, was das für uns Psychiater bedeutet hat. Die antidepressive Wirkung von Ketamin und Esketamin ist noch nicht final geklärt. Die Mikroskopaufnahme zeigt, bei Depressionen verkümmern die Dornenfortsätze der Neuronen. Verbindungen zwischen den Nervenzellen gehen verloren. Ketamin scheint das Wachstum wieder anzuregen. Neuronen gehen neue Verbindungen ein. Die Gabe von Esketamin erfolgt in einem Krankenhaus oder einer Praxis. Danach muss der Patient mindestens 2 Stunden überwacht werden. Das ist das Minimum. Denn etwa 45 Minuten nach der Medikamentengabe können Nebenwirkungen einsetzen. Es kann zu einem sehr hohen Anstieg des Blutdrucks kommen oder zu Wahrnehmungsstörungen. Individuals are most likely to experience some of the perceptual disturbances. Ich darf die Wirkung des Nasensprays nicht ausprobieren, denn mir geht es ja derzeit gut. Und das Narkosemittel bekämpft ähnlich wie ein Schmerzmittel nur Symptome, aber nicht die Ursachen einer Depression. Obwohl wir von der Wirkung von Ketamin und Esketamin begeistert sind, muss man sagen, die Depression lässt sich damit gut überstehen. Es ist aber kein Heilmittel für Depressionen. Die Langzeitwirkungen von Esketamin sind noch nicht erforscht. Dafür ist das Medikament zu neu. Die Nachricht verbreitet sich trotzdem wie ein Lauffeuer durch die Internetforen und Blogs zur Krankheit Depression. Aktuell prüft die EU die Zulassung für das Nasenspray. In Deutschland treffen vor allem Notärzte auf Menschen, die Ketamin als Partydroge missbrauchen. Wir in Berlin haben 2 Kontaktstellen, was das Ketamin angeht. Ja, im Erdgeschoss, in der Ersten Hilfe, tauchen eben die Menschen auf, die das missbräuchlich verwenden. Das ist bei den 15- bis 25-Jährigen ist das immer in den Top 3 der missbräuchlich verwendeten Substanzen drin in Deutschland, in Europa mittlerweile auch. Und eben zusätzlich hier dann bei uns im 3. Stock als Behandlung. Malek Başbuş und sein Team verabreichen Ketamin bisher nur an Patienten, die auf Medikamente und Psychotherapie nicht ansprechen. Wir machen es relativ selten, haben in so einer typischen Woche vielleicht einen Patienten oder 2 Patienten, die wir damit behandeln. Wenn man so ein Verhältnis setzt, wie viele Menschen kommen zu uns und interessieren sich für eine Ketaminbehandlung, wie viel behandeln wir wirklich, dann haben wir wahrscheinlich so eine Quote von 10 zu 1. Etwa ein Drittel der schwer depressiven Patienten spricht auf die Ketamintherapie an. Nach einem intensiven Behandlungsintervall beginnt für sie die Erhaltungstherapie. Wir machen das zum Beispiel hier so, dass wir 6 Infusionen in 2 Wochen geben. Und dann versuchen, einen guten Zustand, wenn er denn eintritt, aufrechtzuerhalten mit anderen Behandlungen, Psychotherapien, mit Medikamenten.
mit Antidepressiva. Was ich interessant finde, ist, dass Sie nach der Ketaminbehandlung wieder auf Psychotherapie und Antidepressiva zurückgreifen zur Erhaltung. Jetzt ist es ja so, dass dann aber doch Patienten auch in die Ketaminauswahl kommen, die erstmal so ein bisschen resistent gegenüber diesen Verfahren waren. Wie passt das denn zusammen? Wir benutzen dann häufig Medikamente, die vorher nicht verwendet worden sind. Und sehen aber auch, dass manchmal Verfahren, nachdem man angesprochen hat, wieder wirksamer sind. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Zustand, in dem Sie wieder mehr Energie haben, mehr Antrieb, die Konzentration besser ist, dann geht natürlich eine Psychotherapie wieder. Ja, und das illustriert, glaube ich, ganz gut, dass es eben nicht immer so ist, dass wenn man einmal auf ein Verfahren nicht angesprochen hat, dass es immer so bleiben muss. Für Malek Başbuş ist die ganzheitliche Behandlung wichtig. Medikamente allein reichen nicht aus, um nach einer Depression wieder auf die Beine zu kommen. Wichtig ist vor allem, den Patienten ihr verloren gegangenes Selbstvertrauen zurückzugeben. Das Gleiche, was einem in eine Depression leitet, ist gleichzeitig auch eine tolle Charaktereigenschaft. Gründlichkeit, Gewissenhaftigkeit, die Fertigkeit, mitfühlen zu können, sich kümmern zu können um andere, also vieles kann man eine Riesenliste machen von Dingen. Ketamin kann abhängig machen. Betroffene mit Suchtproblemen, was bei einer Depression häufig vorkommen kann, erhalten deshalb grundsätzlich kein Ketamin. So circa 40 Minuten würde die Ketamininfusion laufen. Das ist gewichtsadaptiert, das ist so 0,5 Milligramm Ketamin pro Kilogramm Körpergewicht, also bei jedem Patienten individuell. Zur Vorbereitung bekommen Patienten Augenmasken, Kopfhörer und auf Wunsch auch Musik. Für einen guten Behandlungsverlauf sollen die Betroffenen so entspannt wie möglich sein. Ketamin wird immer stationär verabreicht. Es ist wichtig, dass wir die Patienten einfach auch auf Station noch kontrollieren können, ob irgendwie Nebenwirkungen auftreten. Dann kann es tatsächlich wie bei so einem Albtraum dazu kommen, dass sie eben aufgeregt sind. Der Blutdruck kann natürlich auch steigen und es könnte sein, dass sie zum Beispiel das eher negativ erleben. Da würde man dann mit dem Patienten das nochmal rücksprechen. Notfalls würde man die Ketamininfusion auch abbrechen, wenn es wirklich nötig wäre. Aber um das vorzubeugen, würde man eben versuchen, alle möglichen Faktoren, die negativ wären, auszuschalten vorher. Ketamin kann schnell wirken, hat von allen Therapieformen aber auch die höchste Rückfallquote. Bei Patienten mit wiederkehrenden Depressionen wird es deshalb an der Charité nicht eingesetzt. Es gibt eine weitere jahrzehntealte Behandlung der Depression, die vor allem in Deutschland in Verruf geraten ist. Die Elektrokrampftherapie, kurz EKT. 1938 führte der italienische Arzt Ugo Cialetti die erste Behandlung an einem Patienten durch, der an Psychosen litt. Die Behandlung hatte Erfolg. Doch die Vorgehensweise war oft brachial. Es kam zu Knochenbrüchen, Herzstillständen und schweren, anhaltenden Gedächtnisstörungen. Das wirkt bis heute nach. An der Uniklinik Bonn führen Ärzte die moderne, schonende Form der Elektrokrampftherapie regelmäßig bei Schwerdepressiven, teils suizidalen Patienten durch. Verständlicherweise möchten die Betroffenen nicht gefilmt werden. Um zu sehen, wie die EKT abläuft, lasse ich mich verkabeln, ohne Stromstoß natürlich. Die Elektroden auf der Stirn überwachen die Hirnfunktionen. Über die Pads an der Schläfe würde der Strom geleitet. Ja, also passiert auch nichts. Genau, ne, so wäre das dann. Wir machen das in einer Kurznarkose, wo wir eben die ganze Zeit Herz-Kreislauf-Funktionen überwachen können. Das heißt Blutdruck, Puls, EKG, aber auch die Sauerstoffsättigung. Und dass wir auch ein Muskelrelaxanz geben, also ein Medikament zur Entspannung der Muskulatur, dass eben keine Schädigungen an Muskulatur, Knochen oder anderen Körperteilen wie Zähnen oder Zunge stattfinden können. Die eigentliche Behandlung dauert etwa eine Minute. Sobald der Patient schläft, wird der Stromstoß ausgelöst, der die Nervenzellen des Gehirns aktiviert. Nerven kommunizieren mittels sehr feiner Impulse. Über eine Kombination aus elektrischen und chemischen Signalen erhalten sie Informationen und geben sie weiter. Lässt man nun, wie bei der Elektrokrampftherapie, für kurze Zeit stärkeren Strom durch das Hirngewebe fließen, feuern alle Neuronen gleichzeitig.
Das Ergebnis entspricht aus medizinischer Sicht einem epileptischen Anfall. Warum die EKT bei Depressionen wirkt, können die Ärzte noch nicht abschließend sagen. Wir haben verschiedene Beobachtungen, die in verschiedenen Studien gemacht wurden, dass es zur Normalisierung in bestimmten Hormonkreisläufen kommt oder auch zur Normalisierung in Transmittersystemen. Und darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass auch Nervenzellen neu gebildet werden, sie wachsen, aber auch untereinander mehr Verbindungen knüpfen. Bei einigen Patienten treten nach der Behandlung vorübergehende Störungen im Kurzzeitgedächtnis auf. Da sich bei der Elektrokrampftherapie die Muskulatur kurz anspannt, kann es auch zu Muskelkater kommen. Die antidepressive Wirkung hält oft mehrere Monate an. Dann ist es auch so, dass die EKT-Behandlung bei schweren Depressionen das Therapieverfahren ist, was am schnellsten und am zuverlässigsten zu einer Reduktion bis hin zu einer Remission, also einem vollständigen Verschwinden der depressiven Symptome führt. Das kann kein anderes Therapieverfahren schaffen. An der Uniklinik Bonn wird zurzeit eine weitere Form der Hirnstimulation erforscht. Mit Magnetwellen. Auch hier zeigen sich gute Effekte. Weil diese Behandlung nur im Rahmen von Studien verfügbar ist und von den gesetzlichen Kassen nicht gezahlt wird, greifen verzweifelte Betroffene auch zur Selbsthilfe mit schwerwiegenden Folgen. Man kann sich das Gehirn verbrennen, man kann das Gehirn zu Fehlfunktionen bringen. Man weiß, dass starke Strom- oder Magnetquellen auch das Gehirn temporär schädigen können, aber vielleicht auch permanent, je nachdem, wie stark man stimuliert. Und die transkranielle Magnetstimulation darf man auch nur im Rahmen von ganz bestimmten Intensitäten anwenden, aus Sicherheitsgründen. Das Gehirn ist in Netzwerken organisiert, die bei einer Depression verändert sind. Die Aktivität einzelner Knotenpunkte ist dann entweder verstärkt oder abgeschwächt. Ein besonders quälendes Symptom der Depression kann Bettina Bevernick in den Netzwerken des Hirns genau verorten: das Grübeln. Im positiven Sinne gehen einem dann mehr oder weniger schöne Gedanken durch den Kopf. Man denkt mal an dieses, mal an jenes. Man konzentriert sich gar nicht auf eine bestimmte Tätigkeit. Und im negativen Sinn, bei der Depression, ist dieses Netzwerk überaktiv. Das heißt, man grübelt ständig über Dinge nach. Man kann sich von bestimmten Gedanken gar nicht mehr lösen. Und dieses eigentlich Angenehme, so ein bisschen vor sich hin denken, verändert sich in der Depression in ein sehr, sehr starkes und sehr, sehr belastendes Grübeln. Bei der transkraniellen Magnetstimulation werden gezielt bestimmte Areale angesteuert. Der Patient bekommt 4 Wochen lang beinahe täglich eine Behandlung. Gerade die transkranielle Magnetstimulation ist ein Verfahren, die man auch bei mittelgradiger Depression gut einsetzen kann und die da auch die beste Wirksamkeit hat. Und laut Leitlinie gibt es eine Empfehlung, dieses Verfahren einzusetzen, wenn 1 bis 2 Antidepressiva nicht gut gewirkt haben. Wir machen aber hier im Haus auch eine Studie, die untersucht, wie die transkranielle Magnetstimulation bei Menschen funktioniert, die lieber dieses Verfahren ausprobieren möchten als Antidepressiva, sodass wir eine frühere Behandlung schon im Verlauf der depressiven Erkrankung hier durchführen. Eine Alternative zu den Antidepressiva mit ihren Nebenwirkungen, das interessiert mich natürlich. Die Datenerfassung der Studie ist schon abgeschlossen. Aber Bettina Bevernick kann mir zumindest die Ansteuerung der Hirnareale demonstrieren. Die Studienteilnehmer gehen direkt nach der wenige Minuten dauernden Stimulation wieder nach Hause oder sogar zur Arbeit. Wie bei allen Therapieformen zur Depression gilt auch hier: je früher, desto effektiver. Viele Betroffene gehen aber erst sehr spät zum Arzt. Ich finde das Problem ganz oft, dass man trifft, auch im Freundesbekanntenkreis, auch von Patienten selber, dass diese Menschen das Gefühl haben, das haben sie sich irgendwie nur ausgedacht oder eingeredet, dass sie eine Depression haben. Und was wir ja aber wissen als Hirnforscher ist, dass die Depression auch biologische Ursachen hat. Obwohl ich seit 2 Jahren keine depressiven Symptome habe, bin ich sehr auf der Hut. Mit kostenfreien Apps wie Moodpath oder Calm
erfasse ich regelmäßig meine Gefühlslage. Sollten Symptome auftreten und länger anhalten, muss ich reagieren, um einer mittelgradigen Episode zuvorzukommen. Seit ein paar Jahren werden auch spezielle Kurse für die Depressionsprophylaxe angeboten. In Hamburg besuche ich so einen Kurs und werde gleich mit einer schwierigen Anfangsübung konfrontiert. Stillsitzen. Auf den Atem konzentrieren. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein Entspannungsworkshop. In der Regel sind das Menschen, die eine ganz lange Geschichte mit schwierigen Stimmungen und sehr leidvolle Lebensgeschichten hinter sich haben. Und die werden durch die Achtsamkeit in eine Verfassung gebracht, in der sie innere Ruhezustände erleben. So, dann komme ich in der Stunde 4 oder 5 und sage so, nee, das war jetzt erstmal nur die Achtsamkeit, jetzt kümmern wir uns aber um den Rückfall. Das Therapieverfahren MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, darf nur von speziell geschulten Ärzten oder Therapeuten durchgeführt werden. Ein Kurs besteht aus 9 Sitzungen und kostet etwa 400 Euro. Neben Meditation lernen die Teilnehmer die Abläufe einer Depression und ihre Auswirkungen kennen. Denn eine Depression folgt Mustern, die sich irgendwann verselbstständigen, wie der soziale Rückzug oder eben das ununterbrochene Grübeln und Analysieren von Problemen. Lösung suchen, ich schreibe das mal. Lösung, Klammer auf, besser organisieren, mehr erledigen, Sachen zusammenfassen, noch mehr anstrengen, ne? Und dann macht unser System was ganz Interessantes. Das überspringt, das schaltet einfach den Körper so ein bisschen ab. Und dann geht es hier so direkt so eine Spirale, wo wir von dem, oh nein, wie soll ich das alles bloß schaffen, direkt geht in das Lösungssuchen. Und dann geht das hier in diesem und grübelt und grübelt und grübelt. Ne? Den Körper, den spüren wir zum Teil gar nicht mehr. Unsere Gefühle wollen wir auch abspalten. Die Fokussierung auf den Körper mit seiner Atmung ist eine wirkungsvolle Möglichkeit, aus dieser Spirale rauszukommen. Dadurch sinkt der Erregungszustand, der die depressiven Phasen begünstigt oder verschlimmert. Diese Phasen waren bei mir immer ausgelöst von konkreten äußerlichen Umständen, ja, besonders beruflich, und Sorgen. Und ich glaube, ich habe jetzt ein wenig gelernt mit diesen Sorgen, besser umzugehen, sie zu akzeptieren, dass sie da sind, aber auch sie nicht so dominant werden zu lassen. MBCT wurde für den Einsatz nach depressiven Episoden entwickelt, kann bei leichteren Depressionen aber auch die Symptome lindern. Bei Marlina Pinto ist die Depression nach Jahren erfolgloser Therapien chronisch geworden. Dann musste ich meinen Beruf aufgeben, bin durch sämtliche Kliniken, Kuren, Tageskliniken, Psychiatrie. Das Ganze habe ich absolviert innerhalb der letzten Jahre. Ja, und dann bin ich hier zu Frau Dr. Aßmann gekommen, ohne Anmeldung. Sie hat mich herzlich aufgenommen, hat mich nicht abgewiesen. Das war mein allergrößtes Glück. Marlina Pinto hat der Kurs geholfen. Stimmungsschwankungen, die sie normalerweise regelrecht überrollen, nimmt sie jetzt bewusst wahr, ohne ihnen zu viel Bedeutung zu geben. Wir lernen auf der einen Seite feinere Stimmungsschwankungen und deren Auswirkungen auf den negativen Aufschaukelungsprozess einer Depression kennen. Das wäre der erste Schritt. Und in einem zweiten Schritt diesen Aufschaukelungsprozess entweder zu stoppen und einen ganz anderes Verhalten zu praktizieren, ein ganz anderes Verhalten uns auszusuchen, uns für ein ganz anderes Verhalten zu entscheiden. Oder wenn der Aufschaukelungsprozess, der depressive Prozess schon losgetreten ist, da immer wieder neu auszusteigen. Eine Studie hat gezeigt, bei Patienten, die 3 oder mehr Depressionen erlebt hatten, sank nach einem MBCT-Kurs das Rückfallrisiko um mehr als 40%. Eine Harvard-Wissenschaftlerin beschäftigt sich damit, was genau bei Achtsamkeitsmeditation im Gehirn passiert. Gael Debord kam zum ersten Mal während ihres Studiums mit Meditation in Berührung. Gestresst und ausgebrannt ging sie zu einem Kurs, um zur Ruhe zu kommen.
und war fasziniert. Dieser Prozess und das Erlernen der gelenkten Aufmerksamkeit hat mir zum ersten Mal einen Einblick verschafft, wie unser Bewusstsein arbeitet und wie wenig Kontrolle wir tatsächlich darüber haben. Das war mir vorher gar nicht klar. Da wurde ich neugierig. Wie funktioniert Meditation? Wie wirkt sie sich auf das menschliche Bewusstsein und das Gehirn aus? Für ihre Studie rekrutierte Gaëlle Desbord 36 Probanden, darunter auch Menschen mit Depressionen. Sie untersuchte im MRT die Hirnreaktionen der Probanden auf spezielle emotionale Reize. Dafür zeigte sie den Teilnehmern während des Scans Fotos von Unbekannten. Die Fotos zeigten entweder positive Situationen, glückliche Leute, die etwas feierten, oder Negatives, Menschen, die offensichtlich litten oder sehr gestresst oder traurig aussahen. Und neutrale Bilder zur Kontrolle. Gaëlle Desbord interessierte sich für eine bestimmte Hirnregion, die Amygdala. Sie wird von anderen Hirnregionen wie dem Hippocampus oder dem präfrontalen Kortex mit Informationen aus der Umwelt gespeist. Die Amygdala bewertet, ob eine Gefahr droht, und versetzt den Körper gegebenenfalls in Alarmbereitschaft. Beim Betrachten der Bilder war die Amygdala stark aktiviert. Das ist sehr typisch. Viele Studien haben das schon gezeigt. Aber bei Menschen mit Depressionen, Angst oder posttraumatischer Belastungsstörung ist sie häufig hyperaktiv. Das bedeutet, die Aktivierung bleibt länger bestehen und ist intensiver. Und da besteht ein Zusammenhang mit der Schwere der Depression und wie viele Jahre sie schon anhält. Nach dem ersten Scan teilte sie die Teilnehmer in drei Gruppen ein. Über die nächsten 8 Wochen lernte die erste Gruppe Achtsamkeitsmeditation, die zweite eine tibetische Meditationsform und die dritte Gruppe besuchte Gesundheitskurse. 3 Wochen nach Kursende wiederholte Gaëlle Desbord den Scan der Amygdala. Wenn man den Versuch nach 8 Wochen Achtsamkeitstraining wiederholt, reagiert die Amygdala schwächer. Auf unserer Skala bedeutet Gelb sehr aktiv und Rot weniger aktiv. Und wir stellten eine schwächere Reaktion der Amygdala auf die negativen Bilder fest, nach 8 Wochen Training. Das Achtsamkeitstraining wirkt wie eine sanfte Umprogrammierung der Hirnfunktion, die aus dem Ruder gelaufen ist. Ein Runterregeln der Amygdala kann bei Depressionen also positive Effekte haben. Aber eine überaktive Amygdala kann in bestimmten Situationen den Heilungsprozess paradoxerweise auch begünstigen. Besonders bei der tibetischen Meditation, die ein Empathietraining ist, haben wir einen interessanten Effekt beobachtet. Teilnehmer, die sich vor dem Kurs depressiver fühlten als andere, zeigten eine stärkere Reaktion der Amygdala, wenn sie andere Menschen leiden sahen. Das klingt erstmal schlimm, als würden wir ihr Stresslevel oder die Depression verstärken. Aber tatsächlich führte es zu einem Rückgang der Depression. Man wird sich seines eigenen Leidens oder dem von Mitmenschen bewusster. Das ist zuerst schwer zu ertragen, kann aber langfristig positiv sein. Ja, weil man wohl aus dieser Gefühllosigkeit rauskommt. Ja, durch das Gefühl einer geteilten Leiterfahrung fühlt man sich anderen verbunden. Und das allein hat positive Auswirkungen auf die geistige Gesundheit. Um den Effekt langfristig zu erhalten, sollte man täglich einige Minuten meditieren. Dann stehen die Chancen gut, eine weitere depressive Episode zu verhindern. Zurück in Deutschland habe ich einen Termin bei meiner Therapeutin. Die Psychotherapie ist laut der Leitlinien ein essentieller Therapiebaustein. Vor allem bei mittelschweren oder schweren Depressionen, da die Beschwerden sehr belastend sind. Dagmar Kramp hat mich in 18 Sitzungen über 2 Jahre begleitet. Danke. Gut. Abschlusssitzung. Ja. Ich habe gelernt, meine Depressionen treten immer auf,
wenn ich in besonders schwierigen Lebensumständen stecke. Mit Dagmar Kramp habe ich mein bisheriges Verhalten in solchen Situationen analysiert und gelernt, es zu verändern. Das ist eine 180-Grad-Drehung. Und ich empfinde, dass da halt einfach eine Festigung da ist. Mhm. Und auch eine Grundruhe. Mhm. Auch wenn es in bestimmten Phasen, wenn die Anspannung ja immer wieder zurückkommt. Das Befinden ist nicht immer gleich, ne? Bei niemandem. Und die Abwärtsspirale ist natürlich schnell dann zu interpretieren, als das könnte wieder losgehen. Aber das ist etwas, was auch einfach zum Leben dazugehört, ne? Dass es eben mal oben, mal unten ist. Und dass dann eben einfach klar sein muss, ich habe, und das ist das Entscheidende, ich habe Regulationsmechanismen, wenn etwas nicht mehr funktioniert. Dagmar Kramp ist kognitive Verhaltenstherapeutin. Der Fokus richtet sich bei ihrer Arbeit nicht so sehr darauf, Probleme aus der Vergangenheit zu analysieren, sondern neue Sicht- und Verhaltensweisen zu lernen, um die Probleme zu überwinden. Die Verhaltenstherapie ist insgesamt natürlich auch lenkender und direktiver als zum Beispiel tiefenpsychologische Verfahren. Ne? Klar, die Biografie ist wichtig, das ist ja logisch. Sie sind Produkt ihrer Biografie, genau wie ich auch. Und von daher ist sie immer wichtig, aber man bleibt jetzt nicht so lange beim Ursprungskonflikt hängen. Bisweilen bezieht Dagmar Kramp auch die Angehörigen mit ein, um ihnen zu zeigen, wie sie Menschen mit schweren Depressionen wieder ins Leben zurückholen können. Aufgreifen, dass derjenige ja eigentlich eine Sehnsucht hat, es zu tun, aber das Gefühl hat, er kann es nicht. No? Und das dann aufzugreifen und zu sagen, Mensch, dann lass uns überlegen, was geht denn? Also von mir aus einmal ums Haus oder also wenn in die Kneipe nicht geht, dann lass uns einfach eine kleine Runde spazieren gehen und sobald es nicht mehr geht, gehen wir wieder rein. Also wirklich in ganz kleinen Schritten und ohne Vorwürfe. Zu sagen, reiß dich mal zusammen, das sagt sich ein Depressionstranker ja jeden Tag. Ja. Das ist ja eher dann sogar hinderlich. Ja. Ja, weil das würde ja bedeuten, dass man Kontrolle hat. Und das Problem ist ja, dass die Depression die Kontrolle nimmt. Die durchschnittliche Wartezeit für ein therapeutisches Erstgespräch beträgt in Deutschland etwa 3 Monate. Die Psychotherapie gilt als eine der erfolgversprechendsten Therapien bei Depressionen. Was grundsätzlich ein Erfolgsfaktor in der Therapie ist, ist die Beziehung zwischen Therapeut und Patient. Also da ist jetzt das Verfahren oder die Technik nicht unbedingt so das Maßgebliche. Aus meiner ganz persönlichen Sicht ist es schlicht und einfach die Möglichkeit oder die Fähigkeit, jemandem Mut zu machen, weil tatsächlich ist Depression eine sehr gut behandelbare Erkrankung. Wenn sich jemand auf eine Behandlung einlässt, dann ist es natürlich ein schwerer Weg, aber es geht. Und die Idee zu vermitteln, es geht, und die Tatsache, dass Sie jetzt hier sind, ist der erste Schritt, das ist eigentlich schon nicht die halbe Miete, aber schon ein gehöriger Teil davon. Den besten Erfolg sehen alle Experten, die ich getroffen habe, in einer Kombination aus verschiedenen therapeutischen Maßnahmen. Bei mir wird die Depression vermutlich irgendwann zurückkommen. Aber ich weiß jetzt, es gibt Alternativen zu Antidepressiva. Und bei rechtzeitiger Intervention und mit den richtigen Strategien wird die nächste Episode hoffentlich nicht mehr so schwer werden.